Grüß Gott, Herr Oelwart. Ja, grüß Gott, Herr Magister Scheer. Haben Sie einen schönen Urlaub gehabt? Naja, nicht so wie Sie. Sie waren ja immer im Ausland, in Ischl beim Kaiser. Sie haben ja das Wohlbefinden leibhaftig erlebt. Ja, leibhaftig. Zuletzt war ich beim Kaiser in Berlin, habe mir die letzten Tage der Menschheit angeschaut. Und das ist gemessen an der heutigen Zeit ein sehr wichtiges Werk. Das sollte jeder sich ansehen. Aber okay, warum sitzen wir denn heute hier? Es gibt doch kein Covid mehr. Covid gibt es nicht, zumindest nach Neuseeland. Da wurde das ja als völlig beendet erklärt. Jetzt nehmen wir das Leben wieder in die Hand. Richtig. Ob das bei der Regierung angekommen ist, ist eine andere Sache. Aber wir sind hier, weil es eine nationale, groß angelegte Aktion gibt. Eine Bundespräsidentenwahl, wie wir wissen, mit 7 interessanten Kandidaten. Einen amtsführenden Bundespräsidenten, dessen zweite Amtsperiode zur Debatte steht. Und was haben wir da hier jetzt Interessantes geplant, Herr Kollege? Wir haben uns gedacht, wenn wir doch wissen wollen, wen wir wählen wollen, und weil der ORF uns jetzt nicht alle Kandidaten liefert und wir doch genau persönlich wissen wollten, wer das so ist, der da gewählt werden will, laden wir uns alle Kandidaten zu uns in unser Studio ein. Und wenn wir die Technik schon haben, dann haben wir die Technik. Haben die Technik ein bisschen aufgepimpt und haben jetzt die Möglichkeit, die Kandidaten 25 bis 30 Minuten lang zu befragen zu ihrem Leben, was sie so bis dato erreicht haben, ob sie Parteisoldaten waren oder auch was sonst in der Privatwirtschaft erreicht haben, wie sie zu verschiedenen politischen Ereignissen der letzten 40 Jahre und sozialen Ereignissen der letzten 40 Jahre stehen, wie sie sie persönlich erlebt haben, ob sie da sozialisiert worden sind. Und zuletzt natürlich dann auch, wie Sie das Amt des Bundespräsidenten, das ja durchaus der schweigende Riese ist oder der schlafende Riese sein kann, der Bundespräsident, wie Sie denn diesen schlafenden Riesen wecken wollen und ob Sie sich da stark in die Tagespolitik einbringen wollen. Das sind die Fragen. Das wird kein schulmeisterisches oder lehrmeisterisches Interview werden. Es wird einfach wir versuchen eine Darstellung zu geben, was ist das für eine Person, die sich dafür interessiert, für die Bevölkerung das oberste Amt inne zu haben, was motiviert sie dazu, und wir werden da hier niemanden zur Schau stellen, sondern uns interessiert tatsächlich die Person und wollen das vermitteln. Eingeladen haben wir alle 7 Kandidaten. Von einem haben wir eine definitive Absage. Es ist der Amtsinhaber, der Herr Bundespräsident himself. Er hat gesagt, er hat keine Zeit. Leider lässt sein Terminkalender das nicht zu. Ich habe nicht so viel Geld, dass ich mir ein Abendessen mit ihm ersteigern hätte können, und der Kollege auch nicht. Wir sind ja Anwälte, wir müssen ein bisschen was arbeiten. Der Hintergrund ist, der Herr Bundespräsident hat offensichtlich ein Abendessen auf seiner Homepage beworben, dass man mitsteigern kann, um mit ihm Abendessen zu gehen. Das konnten wir uns nicht leisten, somit können wir leider kein Interview führen. Schade, er wusste, wir haben überhaupt keinen Termin vorgeschlagen, wir hätten jeden Termin genommen, wir hätten auch überall diesen Vlog gemacht, wir hätten unser Equipment überall hingebracht, um uns 25 Minuten zu geben. Ich hätte die Zähne zusammengebissen und wäre auch nach Tirol gefahren. Völlig egal wo, ja, aber nein, hat er leider keine Zeit, das ist eine definitive Absage. 3 der 7 haben uns definitiv zugesagt. Zum Beispiel der bekannte Blogger Gerald Groß, der wird kommen, er wird sich 25, 30 Minuten lang mit uns unterhalten. Natürlich werden wir ihm zu dem einen oder anderen TikTok-Video möglicherweise fragen, könnte sein. Aber auch ob hinter dem Kasperl, den er manchmal auch hochzieht, vielleicht dann doch ein seriöser Ansatz für den Bundespräsidenten da ist. Dann wird der Herr Rosenkranz kommen, Dr. Rosenkranz, bekannt als Volksanwalt mit parlamentarischer fundierter Erfahrung. Er weiß, wie das Parlament, wie der Nationalrat funktioniert. Er weiß, welche Verantwortung ein Bundespräsident hat. Der hat sich als Parteimitglied der FPÖ dieser Präsidentschaftswahl gestellt. Und der wird uns am Montag, kommenden Montag, besuchen und uns für ein Gespräch zur Verfügung stellen. Ebenso wie bereits den Reigen der Kandidat Heini Staudinger starten wird, bereits diesen Freitag, den 16. September 1945, wird das erste Interview sein mit dem tatsächlichen Quereinsteiger Staudinger, der ja keine Partei hinter sich hat, also auch keinen reichen
kanadischen, österreichischen Milliardär oder so oder sonstige Parteien. Nein, der hat... Ein bodenständiger Schuhmacher, muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Waldviertel. Ja. Und der wird sehr interessante menschliche Züge aufzeigen, hat natürlich nicht diese parlamentarische und politische Erfahrung. Das tut der Sache aber nicht weniger Abbruch. Im Gegenteil, wird interessant sein, wie jemand aus der Wirtschaft, aus dem Volk dieses Amt führen würde, was er sich vorstellt. Er ist ja auch bekannt geworden durch die Probleme mit Finanzierungen, Probleme bei der FMA und dergleichen. Das war vor einigen Jahren und da freue ich mich besonders drauf. Genau, also wir haben am 16.09. Heinrich Staudinger, am 19.09.1945 den Walter Rosenkranz und am 20.09.1945 haben wir Gerald Groß. Die anderen, mit denen sind wir derzeit noch im Gespräch. Ich hoffe, sie werden uns zusagen. Vielleicht, wenn sie das erste Video gesehen haben, werden sie sehen, dass wir hier durchaus seriöse Interviewführung machen und sie bei uns keine irgendwelche Spaßspielchen machen wollen, weil wir tatsächlich an der Person interessiert sind und nicht, ob sie irgendwelche Palatschinken kochen können oder etwas. Hier geht es um echt beinharte politische Interessen von uns. Wir wollen es wissen. Wir wollen natürlich auch nach 3 Jahren Covid Einstellung zu den Grundrechten wissen von diesen Kandidaten. Natürlich auch. Wir müssen nicht derselben Meinung sein. Es ist auch nicht so, dass wir irgendjemanden präferieren, persönlich vielleicht, aber nicht hier offiziell. Und natürlich auch wir freuen uns über jeden. Frage der Ukraine, also all das sind so Themen, politische aktuelle Themen, eben wie du schon erwähnt hast, wie das die letzten 40 Jahre war, die politische Situation, da tun sich schon einige interessante Fragen auf die ich mich freue, wie da geantwortet wird. Deshalb würde ich mich freuen, wenn natürlich Michael Brunner, der die MFG gegründet hat und von dieser kandidiert wird, bei uns erscheinen würde. Tassilo Valentin, bekannter Rechtsanwalt und Kolumnist der Kronenzeitung und angeblich oder eigentlich ziemlich offiziell unterstützt von Frank Stronach, also der die Zukunftshoffnung in ihn sieht. Und natürlich den Herrn Lazny, Pogo, beziehungsweise jetzt, also er steht nicht als Pogo drauf, der zwar Medizin studiert hat, aber selbst nach eigenem Interview, habe ich gelesen bei ihm, eher als Künstler angesehen wird, weil er dort das sein Broterwerb ist. Und es ist mal interessant, auch seine Ansichten zu sehen, ohne dass er in einem TV-OF-Stress steht. Und hier kann er sich vollkommen ausbreiten. 25 Minuten gehören definitiv ihm. Es ist interessant, dass bei der jetzigen Präsidentschaftswahl so viele Kandidaten zur Verfügung stehen wie noch nie. 7 Kandidaten. Bedauerlicherweise, muss ich ehrlich sagen, keine Frau. Also ich hätte mir sehr gewünscht, dass auch eine Frau aufgestellt wird von einer Partei oder auch als eine parteilose Person. Das wäre natürlich sehr interessant. Gut, aber wir nehmen das, was wir kriegen können. Es ist, wie es ist. Und das Spektrum, was wir kriegen können, und das Spektrum ist sehr interessant und nicht eintönig. Jeder von denen hat eine ganz unterschiedliche Lebensgeschichte und die werden wir, wenn sie es zulassen alle, hören und sie können sich dann die Meinung bilden. Weil eins ist ganz wichtig, 9. Oktober 2022 ist die Wahl, die Bundespräsidentenwahl, und es sollte jeder hingehen, egal wen er wählt, nicht wählen oder ungültig wählen ist eher schwachsinnig bis sinnlos. Nicht wählen ist definitiv ein Stoß, ein Einspucken ins Gesicht der Demokratie, und nicht wählen ist eher schwachsinnig. Aber, also nicht gültig wählen ist eher schwachsinnig. Man sollte sich doch nehmen, was man will. Wenn man wen anderen haben hätte wollen, hätte man es selber aufstellen müssen, ist so. Das heißt, nehmen Sie das Angebot an, das hier angeboten ist, und gehen Sie zur Wahl, und dann wird es sehr interessant. Immerhin geht es um den zumindest nächsten 6 Jahre um Österreich. Beziehungsweise 12 Jahre. Ja, wir wählen jetzt mal für die nächsten 6. Aber ja, in dem Sinn, 16.09.1945 Heinrich Staudinger, 19.09.1945 auf unserem YouTube-Kanal Walter Rosenkranz und 20.09. Gerald Groß, unser Blogger, eine interessante Person. Wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Einzelnen gespannt. Und freuen uns natürlich auch auf große Teilnahme ihrerseits, nicht? Und ist das natürlich auch ein Ausdruck, ob das angenommen wird, und auch natürlich auch eine Möglichkeit für die Kandidaten, die ja teilweise, muss man auch ehrlicherweise sagen,
nicht so viel Wahlkampfbudget haben wie ein amtierender Bundespräsident, die Möglichkeit, seine Vorstellungen einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. In diesem Sinne, wir sehen, hören uns. Sollten Sie irgendwelche Ideen haben, Fragenstellungen, schicken Sie sie einfach an office@keine-impfpflicht.at. Das ist unsere alte Homepage, wo wir E-Mail-Adresse, wo Sie vielleicht Ihre Fragen loswerden können, und vielleicht verwerten wir die dann auch. In diesem Sinne, viel Spaß bei unserem Höllwart und Scheer Fragen Österreichs nächsten Bundespräsidenten.